Hallo Leute, es gibt mal wieder eine Review und ich fange gleich an, weil es viele Bücher diesmal geworden sind. Aber erstmal wie immer die DVDs. Zum einen geht zurück Asterix und die Wikinger und ich hatte in den Neuzugängen recht, ich habe diesen Film noch nie gesehen. Es scheint mir ein bisschen neuerer Asterix-Film zu sein, weil die manche Szenen so ein bisschen animiert aussehen und trotzdem hat es aber noch diesen selben Comic-Look die meiste Zeit, was ich gut fand. Es hat sich auch wie ein Asterix- und Obelix-Film angefühlt, aber trotzdem hat es so eine neue Strömung reinbekommen. Neuartige Musik, also was wir heutzutage bzw. vor ein paar Jahren so gehört haben. Und das passte nicht ganz so rein, aber trotzdem kann ich diesen Film auf jeden Fall noch empfehlen. Und auch auf jeden Fall Kinder, wie immer, Asterix- und Obelix-Filme sind immer gute Empfehlungen. Gehören einfach zu meiner Kindheit und zu vielen von euch wahrscheinlich auch. Deswegen, ja, 4,5 Sterne würde ich sagen. Und die andere DVD, die zurückgeht, ist Inglourious Basterds von Quentin Tarantino mit vielen deutschen und amerikanischen Schauspielern. Ich muss sagen, Quentin Tarantino ist bei mir so, mal finde ich seine Filme geil und mal nicht so. Zum Beispiel, ich habe angefangen mit Kill Bill. Kill Bill fand ich, also die ersten, ich habe beide Teile gesehen, fand ich jetzt nicht so prickelnd, obwohl viele das ja sehr mögen. Aber für mich war es einfach viel zu viel Rumgemetzel und ein bisschen zu wenig Geschichte dahinter, obwohl schon Geschichte drin war, aber die kam halt nicht so in den Vordergrund. Und obwohl ich diesen Look geil fand, dieses teilweise Comic und Schwarz-Weiß und so weiter, war schon cool, nur der Film war halt, beziehungsweise die beiden Filme waren nicht sowas für mich. Dann habe ich Pulp Fiction gesehen. Pulp Fiction fand ich unglaublich geil. Wer den noch nicht gesehen hat, den muss man unbedingt sehen. Falls ihr halt solche Art von Filme gerne guckt. Und danach habe ich jetzt letztens Django Unchained geguckt. Den fand ich auch toll. Und jetzt dachte ich mir, hole ich Inglourious Basterds nach, weil ich schon viele Ausschnitte gesehen hatte in der Uni und so, wie wir eben besprochen hatten. Aber der ist leider wieder nichts für mich. Allgemein finde ich diese Nazi-Zeugs schon ein bisschen ausgelutscht, obwohl dieser hier ja natürlich nicht auf realen Begebenheiten beruht, sondern komplett ausgedacht ist. Damit es halt die typische Quentin Tarantino irgendwie Machart bekommen kann, weil in echten Geschichten kann man das ja schlecht so machen, wie Quentin Tarantino es gerne macht halt. Die Atmosphäre und sowas alles. Ich weiß nicht, für mich war der irgendwie ein bisschen langweilig. Vielleicht, weil es viel drüber geredet wird, über diese Nazi-Armeen und diese ganze Rumschießerei und Krieg und so. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so unbedingt was für mich. Ich fand es ein bisschen langatmig. Ich weiß nicht, es ist einfach nicht wirklich was für mich. Aber wer gerne Nazi-Filme, Quentin Tarantino Filme guckt, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist kein schlechter Film. Ich würde ihm jetzt 3 Sterne, glaube ich, geben. Normalerweise hat Quentin Tarantino, ich rede, glaube ich, zu viel über ihn, aber egal, auch öfter so Comedy-Szenen. Er macht gerne so Comedy-Szenen und dann halt ernsthaftere Szenen und viel Gewalt, übertriebene Gewalt, die halt auch ein bisschen lustig finden soll. Und hier hat mir das so ein bisschen gefehlt. Also die Gewalt war wie immer da. Und ernsthafteres Zeug natürlich auch über Nazis, aber ich weiß nicht, irgendwie hat er sich vielleicht nicht so getraut, diese Comedy mit reinzubringen. Zumindest habe ich jetzt, glaube ich, richtig laut gelacht, nur an einer einzigen Stelle im ganzen Film. Und der Film dauert über 2 Stunden. Von daher hat mir das vielleicht ein bisschen gefehlt, diese Auflockerung. Kann aber auch nur an mir liegen. Vielleicht fand ich einfach die Szenen, die witzig sein sollten, nicht so witzig. Okay, machen wir weiter mit den Büchern. Es sind 4 Bücher. Als erstes geht zurück, was ich dich träumen lasse von Franziska Moll. Und die Woche hat gut mit Büchern angefangen. Die wurden immer besser, beziehungsweise die ersten beiden waren ziemlich gut. Und die letzten beiden sind dann wieder abgeflacht. Auf jeden Fall fand ich dieses wirklich sehr gut. Es hatte ein Ende, das ich nicht erwartet hätte, sagen wir mal so, ohne zu spoilern hoffentlich. Und Entschuldigung, ohne zu spoilern. Und ich finde den Schreibstil sehr eigen. Da es mag sicher nicht jeder. Es hat mich teilweise ein bisschen an John Greens Das Schicksal ist ein mieser Verräter erinnert. Einfach von der Atmosphäre her, weil es hier ja sehr um eine ernste Thematik geht, die aber nicht so ernst erzählt wurde, sondern halt so mit dieser träumerischen Distanz und so halt wie John Green es auch gemacht hat, so ein bisschen
aufgelockert hat irgendwie. Es hat mich auf jeden Fall irgendwie daran erinnert. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht deswegen. Ich fand es auf jeden Fall gut. Ich habe den, glaube ich, 4 Sterne gegeben. Jetzt keine 5, weil es mich nicht so umgehauen hat und ich jetzt nicht das Bedürfnis habe, dieses Buch unbedingt nachts zu kaufen und bei mir im Regal stehen zu haben. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich gutes Buch und eine Empfehlung für diejenigen, die halt gerne was über ernstere Thematiken lesen. Danach habe ich mir ein anderes Buch gegriffen, nämlich Zeitsplitter von, also Die Jägerin, Untertitel von Kristin Terrell. Ich hoffe, es wird auch gesprochen. Davon habe ich euch ja erzählt, dass Mika mich damit angesteckt hat. Und sie hatte vollkommen recht, dieses Buch ist wirklich grandios. Ich habe es nur so verschlungen, es ist wirklich gut gemacht. Mich hat es in seinen Bann gezogen und überzeugen können, aber es hat mich jetzt auch nicht so wow gemacht, wie gesagt. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt das dringende Bedürfnis, es in meinem Regal stehen zu haben. Deswegen habe ich dem jetzt keine 5 Sterne gegeben, sondern ich glaube 4,5. Aber auf jeden Fall, 4,5 sind fantastische Sterne. Also ich würde dieses Buch jedenfalls denjenigen empfehlen, die gerne Filme gucken, wie zum Beispiel Looper oder Butterfly Effect. Es hat viel von diesem Zeitreise-Ding an sich. Es ist aber kein lockerer Zeitreise-Roman, würde ich sagen, wie bei Cassian Gear, also die Edelstein-Trilogie, sondern eher etwas ernsthafter und geht ein bisschen mehr auf diese Zeitparadoxen ein. Bei mir blinkt's. Ich habe gleich kein Aufnahmepotenzial mehr. Ich glaube, ich mache jetzt einen Schnitt und ja, kläre ein bisschen meinen Speicherplatz. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Definitiv. So, So, Schnitt. Leute, ich bin wieder da. Sorry für den Schnitt. Ich hätte vorher gucken können, ob auf meiner Speicherkarte noch Platz ist. Aber so ist das Leben. Auf jeden Fall ging meine Woche weiter mit Für immer die Seele von Cynthia J. Omolu. Lulu und ja, ab diesem Buch ist die Lesewoche wieder ein bisschen abgeflacht, weil, naja, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Es war aber auch nicht schlecht. Es hat mich mal wieder ein bisschen an Twilight erinnert, was viele Bücher haben, wenn sie halt was mit Seele und langes Leben und sowas an sich haben. Ich weiß auch nicht. Das hat mich jetzt emotional nicht so gepackt. Das war irgendwie nicht so emotional beschrieben. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so Bücher lese, wo die Charaktere schon ein paar Jahrhunderte alt sind, beziehungsweise hier ja die Seele, die ja immer wieder wandert von einer Person, beziehungsweise einem Körper zum anderen, dass ich auch irgendwie das Gefühl haben muss, dass diese Seele oder dieser Mensch schon alt ist und erfahren. Und manchmal kriegt man das hin. Bei Twilight hatte ich das damals. Damals war ich aber auch jung. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Bei Touch zum Beispiel habe ich das auch, dass ich irgendwie merke, dass die Person ein bisschen älter ist, obwohl er sich noch jung benimmt und auch manchmal so Slang oder so Jugendwörter benutzt. Aber manchmal, wie in diesem Buch, habe ich das überhaupt nicht. Es fühlt sich einfach wie ein Jugendlicher an. Man merkt überhaupt nicht, dass dieser Mensch schon, oder beziehungsweise die Seele schon Lebenserfahrung hat und schon viel weiß und sowas alles. Ich weiß nicht. Es hat sich einfach nicht diesen Eindruck bei mir hinterlassen und deswegen hat mir das auch wiederum nicht gefallen, weil da wird die ganze Zeit gesagt, ja, ich glaube, ja, der Typ, ich glaube, ich das kann ich sagen, ohne richtig zu spoilern, ist halt schon so und so viele Jahrhunderte alt und hat so und so viele Leben gehabt. Aber er benimmt sich halt wie ein normaler Teenager. Weiß ich nicht. Außer, dass sie ständig drauf rumreiten und das ständig erwähnen, passiert halt nichts, beziehungsweise ist halt nicht so. Das weiß ich nicht. Das hat mir wiederum auch nicht gefallen. Ich habe dem, glaube ich, 3 Sterne gegeben. Es ist ein Durchschnittsbuch. Man kann es lesen. Vielen wird es von euch vielleicht auch gefallen. Mir hat es jetzt nicht so gefallen. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das die Reihe weiterverfolgen werde. Mal gucken, wie meine Stimmung dann ist. Ich glaube, es ist eine Reihe. Ich glaube, es gibt noch weitere Bücher. Bestimmt. Bestimmt. Und das letzte Buch, das zurückgeht, ist Never Forget, das Mädchen, das sich nicht erinnern durfte, von April Henry. Entschuldigung. Es ist ein bisschen ein dünneres Buch, hat, glaube ich, 220 Seiten oder so und trotzdem war es wirklich langatmig. In diesem Buch werden nur 2 Tage beschrieben und da könnt ihr euch denken, über 200 Seiten, was alles beschrieben wird. So ziemlich alles nach dem Aufstehen, was die essen, wo die hingehen,
was sie anziehen, all so ein Zeugs und ach, das war einfach irgendwie ziemlich langweilig. Es hatte nicht so seine Spannungshöhepunkte, beziehungsweise schon, es hatte einige Szenen, wo halt Spannung erzeugt wurde, aber die meisten sind einfach nur so dahin geplätschert und man hat halt das wahre Leben sozusagen mitgekriegt, was Leute halt so machen, aufs Klo gehen und essen und so und Zeugs. Und das brauche ich nicht unbedingt in einem Thriller, weil es irgendwie die Spannung rausnimmt. Deswegen, ich habe es die meiste Zeit irgendwie quer gelesen. Also ich habe nur die Dialoge gelesen, weil ja, ich brauche nicht seitenweise irgendwelche Beschreibungen von Orten oder so. Das nimmt einfach die Dynamik aus einem Thriller raus. Und das Ende, muss ich sagen, es war sehr forciert, es war sehr gewollt und nicht gekonnt. Es war ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ich weiß nicht. Es war einfach, das hat nicht realistisch und nicht logisch geklungen. Es war einfach, ein zu hohes Ziel, würde ich mal sagen. Deswegen, es war nichts für mich und ich habe auch hier schon, glaube ich, bei Reading Venue und so gelesen, beziehungsweise gehört. Ich hätte es ja, glaube ich, auch gesagt, dass es jetzt nicht so das Top-Buch war und meine Freundin hat es ja vor mir gelesen, die hat sich auch teilweise darüber aufgeregt und fand es jetzt auch eher Durchschnitt. Von daher, wer sich arg für solche Thematiken, für solche Thriller interessiert und den da solche Beschreibungen und so Alltagsleben nicht so sehr stört, die können gerne mal reinschauen, aber ich glaube, für den Großteil wird das nicht wirklich was sein. Aber Leseproben kann man ja immer lesen, um zu gucken, wie das so ist. Ich habe dem, glaube ich, 2 bis 2,5 Sterne gegeben. Das hat mir, wie gesagt, nicht wirklich gefallen. So, damit mache ich jetzt Schluss und gehe gleich zur Bibliothek. Also, bye Leute, bis zum nächsten Video.